Dieses ist die Geschichte von Schubidu, dem pfiffigsten kleinen Gespenst der Welt. Und alles, was wir gleich hören und erleben werden, ist gespenstisch lustig und manchmal auch ein kleines bisschen gruselig. Schubidu. Ah, da. Oh, los, gib mir mal ein Popcorn. Da drüben steht ja das Schloss. Ja, und dort soll es ein richtiges Gespenst geben. Ist nicht möglich. Ein Gespenst? Hier im Arnsburger Schloss? Genau. Schubidu heißt dieses Gespenst. Und es soll schon viele hundert Jahre alt sein. Herr Reiseführer, wenn wir das Schloss gleich besichtigen, sehen wir dann noch das Gespenst Schubidu? Na ja, das will ich hoffen. Schubidu spukt bekanntlich nicht nur zur Geisterstunde nach Mitternacht, sondern sogar am helllichten Tage. Ist ja toll. Mann, oh Mann, ein richtiges, lebendiges Gespenst, das spukt. Ach was, wer glaubt denn schon an Gespenster? Das ist doch bestimmt nur so ein Werbetrick, damit viele Leute das Schloss besichtigen kommen. Meinen Sie wirklich, Herr Brösel? Ach, ganz bestimmt. Kann man das Gespenst noch fotografieren, Herr Reiseführer? Na, du kannst es ja mal probieren. Aber dann musst du ganz schön fix sein mit deinem Fotoapparat, wenn Schubidu auf dem Geländer der Schlosstreppe herunterschwebt oder hoch oben auf den Turmspitzen herumgeistert. Darf man das Gespenst doch füttern? Was essen Gespenst überhaupt? Nun, Schubidu isst sehr gern Kirschen. Und dabei sitzt er am liebsten auf dem Schlossdach und spuckt die Kerne den Leuten auf die Köpfe. Viel lieber macht Schubidu Popcorn. Popcorn ist sozusagen sein Leib- und Magengericht. Schubidu, hier spricht Schubidu. Ha, natürlich mag ich Popcorn. Morgens, mittags, abends esse ich am allerliebsten poppiges Popcorn. Und in der Nacht, erst recht. Ja, so hörte man Schubidu oft sprechen. Und sein ungeheuerlicher Appetit auf Popcorn war auch der Grund, weshalb er eines Tages zum Stein erweichen heulte. Ja, er heulte sogar noch viel fürchterlicher als der Schlosshund. Und warum heulte Schubidu so schrecklich? Weil der Schlossverwalter eines unschönen Tages ein großes Verbotsschild am Eingang des Schlosses angebracht hatte. Ein Verbotsschild? Was wurde denn verboten im Schloss? Vielleicht das Betreten der Räume mit Straßenschuhen oder das Mitführen von Hunden. Ja, das war ja auch schon ehedem verboten, Kinder. Nein, nun wurde den Besuchern das Essen von Popcorn verboten. Tja, und wenn die Leute kein Popcorn mehr mitbringen durften, wem sollte Schubidu es denn bloß klauen? Aha, das Schlossgespenst hat also sein Popcorn den Besuchern geklaut. Ganz schön frech, der Schubidu. Nun, Schubidu sagte sich ganz einfach und logisch. Schubidu! Ich würde doch sagen, dass Popcorn klauen Mundraub ist. Jawohl, Mundraub. Und schließlich kommen die Besucher ja nicht hierher, um das Schloss und die ollen Möbel zu begucken, sondern mich, Schubidu, das Gespenst wollen sie sehen. Und da sollen sie doch Popcorn mitbringen statt Eintrittsgeld. Schubidu! Na klar, recht hat Schubidu. Den Affen im Zoo darf man doch auch Erdnüsse geben. Warum also darf Schubidu kein Popcorn bekommen? Ja, wie man hört, haben sich die Reinmache-Frauen beschwert, weil überall im Schloss Popcorn verstreut war. Denn die Besucher brachten schließlich die doppelte Menge mit, weil sie es so lustig fanden, wenn das Gespenst heimlich herbei und mit der Popcorn-Tüte davonschwebte. Und so gewaltige Mengen hat Schubidu offensichtlich nicht geschafft. Ja, also, da bin ich doch völlig entgeistert, bin ich da doch. Das ist doch wohl ein geistloses Gerücht, ist das doch. Ich und nicht alles Popcorn schaffen? Ich bin doch der größte Popcornesser aus der ganzen Geisterwelt, bin ich doch. Gerade bei der letzten Popcornesser-Weltmeisterschaft habe ich mich auf den ersten Platz gegessen. Jawohl. Und weil alle anderen Teilnehmer schon in der Vorrunde aufgegeben haben, da habe ich doch auch noch den zweiten und dritten Platz gewonnen. Habe ich doch. Dann ist Schubidu also dreifacher Weltmeister im Popcorn-Essen. Und alle Preise waren Popcorn. Schubidu! 3 Zentner richtig poppiges Popcorn. Und alles habe ich ganz alleine aufgegessen. Ui, Da wird Schubidu aber ganz schöne Bauchschmerzen bekommen haben. Wieso schöne Bauchschmerzen, du Blödmann? Bauchschmerzen sind doch nicht schön. Ich und Bauchschmerzen? Oh, nein!
Popcorn liegt doch so leicht im Magen. Das behindert mich nicht einmal beim Schweben und Geistern. Schubidu! So, und nun mal alle hintereinander aufstehen. Frauen und Kinder zuerst. Jetzt beginnt die Schlossbesichtigung. Ja, wieso Schlossbesichtigung? Schubidu, das Gespenst wollen wir sehen. Klar, wo ist denn Schubidu? Schubidu! Zeig dich mal, Gespensterlein. Mensch, ist überhaupt kein Gespenst. Hallo. Wo ist denn? Vielleicht ist es gerade auf der Toilette. Ach Quatsch, Gespenster müssen doch nicht müssen. So? Und wo lässt er denn das Popcorn? Ja, wenn er es oben reinsteckt, dann fällt es vielleicht unten wieder raus. Unter den Schlossbesuchern war einmal auch die Familie Krüger. Vater und Mutter Krüger und die beiden Kinder, der Simon und die Jenny. Damals gab es noch kein Popcorn-Essverbot im Schloss. Und der Simon hatte darum eine große Tüte voll mitgebracht. Und da, mit einem Mal, hatte sich Schubidu von unten herangeschlichen und... Schubidu! Ey, mein Popcorn! Schubidu hat mir meine Popcorn-Tüte geklaut! Natürlich war Simon überhaupt nicht böse, als Schubidu mit der Tüte davonschwebte. Im Gegenteil. Simon konnte das Gespenst sehr gut verstehen, denn auch er aß sehr gern Popcorn. Aber er, Simon, bekam ja immerhin jede Woche sein Taschengeld und konnte davon etwas für solche Leckereien abzweigen. Aber ein Gespenst? Wer gibt einem Gespenst wohl Taschengeld? Schubidu! Ein Leben ohne Taschengeld, das poppt doch überhaupt nicht! Von nun an war Simon öfter nach der Schule ins Schloss gekommen und hatte für Schubidu Popcorn mitgebracht. Das ging so einige Wochen lang, bis das bewusste Verbotsschild am Eingang angebracht worden war. An diesem Tage war Schubidu bekanntlich sehr böse. Und als Simon dann ohne Popcorn ins Schloss kam, da heulte das kleine Gespenst. Schubidu, beim Geiste meiner geisternden Großmutter, sowas ist mir ja wirklich noch nicht passiert, ist mir das nicht sowas noch nicht. Kein Popcorn soll ich mehr bekommen? Ja, wollen die mich denn etwa aushungern hier oder was denn? Tut mir leid, Schubidu, aber ich musste die ganze Tüte Popcorn am Eingang abgeben. Hier, möchtest du vielleicht ein Stück Lakritze? Lakritze? Die poppt doch überhaupt nicht. Und knuspern? Kann ich damit schon gar nicht. Nein, Simon, mir ist zum Heulen zumute. Schubidu. Ich habe auch Weingummi, Schubidu. Oder hier, möchtest du vielleicht ein Kaugummi? Damit kann man dufte Blasen machen und zerplatzen lassen. Hier, guck mal. Kaugummi. Das kannst du dir hinters Ohr kleben, kannst du dir das. Daran ist nämlich meine Cousine Eleonore beinahe erstickt an diesem dämlichen Kaugummi. Nein, dann schon lieber Weingummi. Dann kann ich besser weinen. Hör mal, Schubidu, ich hab ne Idee. Etwa ne Idee? Wie du mir Popcorn hier ins Schloss schmuggeln kannst? Ja? Nein, aber ich weiß, wie du wieder jeden Tag Popcorn bekommen kannst. Raus mit der Sprache. Spann mich nicht auf die Folter. Wie wär's denn, wenn du ausziehen würdest aus diesem alten Schloss hier? Ausziehen? Ja. Ich aus meinem schönen alten Schloss ausziehen? Seit fast 400 Jahren wohne ich hier, mein lieber Simon. Ich war schon Schlossgespenst bei dem alten Grafen Rantzau. Da kann ich doch nicht urplötzlich ausziehen, kann ich doch nicht. Außerdem, glaubst du im Ernst, dass ich alle Möbel hier mitnehmen kann? Ach, die Möbel brauchst du doch gar nicht mitnehmen, Schubidu. So? Keine Möbel? Ich meine, dass du vielleicht zu uns nach Hause kommen würdest. Weißt du, wir wohnen in einem schönen alten Haus in der Rantzaustraße. Und wir haben einen großen Garten mit riesigen Bäumen. Auch Kirschbäume? Hm? Ja, zwei Stück. Einmal Süßkirschen und einmal saure. Darf ich von den Süßen naschen? Klar, so viele du magst. Die meisten holen sich sowieso, die Drosseln, Amseln und Stare. Und wenn die ein Gespenst im Baum sind, dann kratzen die gleich die große Flugkurve. Hm. Kirschen wären also da. Und Popcorn, wächst in eurem Garten auch
Popcorn? Nee, das leider nicht. Der Mais, aus dem er Popcorn macht, der wächst hierzulande doch gar nicht. Aber wenn wir Mami bitten, dürfen wir uns im Kochtopf mit Öl, Popcornmais und Puderzucker richtiges Popcorn machen. Ist nicht möglich. Doch. Ist ja toll. Aber wo soll ich bei euch denn wohnen? Habt ihr wenigstens einen verlassenen alten Turm in eurem Haus? Leider Fehlanzeige. Aber ein Dachboden gibt's, der leer steht. Und dort oben stört dich niemand. Höchstens der Schornsteinfeger kommt mal rauf, um den Kamin zu fegen. Ein schwarzer Mann? Na, wenn der mich erschreckt, dann erschrecke ich den aber zurück. Ja, bei uns kannst du ganz ungestört spucken. Ich bin doch kein Lama, das spuckt. Spuken heißt das, Simon. Wir Gespenster spuken, spuken, so. Spuken. Schubidu. Also abgemacht, Schubidu. Du kommst zu uns? Gib mir noch etwas Bedenkzeit, Simon. Das muss man sich doch gut und gründlich überlegen. Bei dem heutigen Mangel an schönen Wohnungen, da darf man doch so ein Schloss nicht einfach mir nix, dir nix aufgeben. Wie lange brauchst du denn Bedenkzeit? Naja, sagen wir mal so 100 Jahre muss ich mir das schon durch den Kopf gehen lassen. Du spinnst wohl, Schubidu. In 100 Jahren, da bin ich ja dann schon 112. Ein jugendliches Alter, fürwahr. Wenn ich bedenke, dass ich immerhin schon 439 Jahre alt bin, Schubidu. Nun, ein paar Tage, nachdem Simon das letzte Mal im Schloss gewesen und Schubidu das Angebot gemacht hatte, da lag er abends im Bett und dachte an dieses und jenes und an Schubidu, der da ohne Popcorn im Schloss darben musste. Ob Schubidu wohl aus dem alten Schloss ausziehen wird und zu uns kommt? Simons Schwester, die Jenny, die hatte natürlich keine Ahnung von Simons Freundschaft mit dem Gespenst. So jedenfalls glaubte Simon, denn er hatte kein Sterbenswörtchen erzählt von seinen Gesprächen mit Schubidu. Viel zu viel Angst hatte er, dass Jenny mal versehentlich darüber spricht und die Eltern es erfahren. Tja, und dann könnte es doch sein, dass Mami und Papi es verbieten, dass Schubidu in die Dachkammer einziehen darf. Also lieber nichts verraten. Wenn Schubidu erst mal hier ist, nun, dann könnte man ja noch darüber reden. Gerade war Simon am Einschlafen, da hörte er Jenny flüstern. Simon, schläfst du schon? Ja, was? Nee, nun schlafe ich natürlich nicht mehr. Was ist denn los? Du, ich glaube, bei uns spukt es. Hm? Wie kommst du denn darauf? Ich glaube, bei dir im Kopf spukt es. Nein, wirklich. Eben hat sich die Gardine so komisch bewegt. Und dann hat die Lampe plötzlich gewackelt. Genauso wie die Kronleuchter im Schloss, wenn das Gespenst Schubidu durch die Säle geistert. Sag mal, Jenny, hast du das Gespenst vielleicht gesehen? Ich meine, hier bei uns im Haus. Nein, gesehen habe ich es nicht direkt. Aber horch doch mal. Das hört sich doch so an, als wenn jemand hinter deinem Kleiderschrank sitzt und Popcorn isst. Findest du nicht? Popcorn? Wieso Popcorn? Nee, ich glaube, du hörst nicht richtig. Vielleicht ist das bloß eine Maus, die im Kleiderschrank knabbert. Hör auf, Simon. Du weißt doch, dass ich keine Mäuse mag. Und Gespenster? Magst du Gespenster? Kommt drauf an. Ich habe mal eine Geschichte gelesen über ein Gespenst, das lebt in einem alten Schloss in Schottland. Weißt du, das trug seinen Kopf manchmal unterm Arm. Und weil es so vergesslich war, das Gespenst, dann ließ es überall seinen Kopf liegen. Und wenn es dann ganz kopflos durch das Schloss spukte und nach seinem Kopf suchte, da lachten sich die alten Ritter immer kaputt, weil das so komisch aussah und überhaupt nicht schaurig. Und was würdest du sagen, Jenny, wenn wir im Haus tatsächlich ein Gespenst hätten? Du meinst ein richtig echtes Gespenst? Klar, ein richtiges echtes Gespenst. Das wäre vielleicht ganz witzig. Stell dir mal vor, wenn Tante Amalia mal wieder bei uns übernachtet. Wenn sie dann nachts mit ihren Lockenwicklern im Haar auf die Toilette geht, dann kriegt sie bestimmt einen Riesenschreck, wenn da ein Gespenst auf dem Klo sitzt. Oder das Gespenst kriegt einen Schreck, wenn es Tante Amalia sieht. Da, hör mal. Da ist es wieder. Hörst du es jetzt? Ja, du hast recht. Das klingt, als ob jemand Popcorn isst. Sag mal, das Schlossgespenst Schubidu ist doch immer Popcorn. Woher weißt du denn das? Das wissen doch alle Kinder, die schon mal im Schloss gewesen sind. Aber du meinst doch nicht wirklich, dass... Doch, ich glaube, wir haben Besuch von Schubidu. Psst, nicht so laut. Achtung, Papi kommt. Na, Kameraden, was rumort ihr denn hier noch rum um diese Zeit?
Abends nicht schlafen und morgen früh seid ihr dann wieder zu müde, um aufzustehen, wenn es in die Schule geht. Ach, Paps, es ist doch noch gar nicht so spät. Außerdem fängt die Schule morgen früh eine Stunde später an. Je später der Abend, desto lieber die Ausreden. Kinder, es ist bald Mitternacht und ihr schlaft noch immer nicht. Außerdem, was ist denn das hier? Sag mal, wer hat denn hier überall Popcorn über den Boden gestreut? Das sieht ja aus, als hätte es geschneit. Habt ihr etwa Schneegestöber gespielt? Nanu, wie kommt denn das? Ehrlich, Papi, meine Popcorn-Tüte hat da drüben auf dem Tisch gelegen. Wie kommt das bloß alles auf den Fußboden? Da muss es wohl ein Gespenst gewesen sein, das hier verrückt gespielt hat. Also, Herrschaft, ihr macht jetzt den Mund und die Augen zu und morgen früh weckt Mami euch 10 Minuten früher. Und dann macht ihr hier Ordnung. Klar, Kinder? Klar, Papi. Na ja, dann gute Nacht. Und ich will nicht hoffen, dass ihr nach dem Zähneputzen noch Popcorn gegessen habt. Nein, Papi. Wirklich nicht. Sicher ahnt ihr es schon, liebe Hörer. Es sieht ganz danach aus, als hätte die Familie Krüger heimlich Besuch bekommen. Sozusagen gespenstischen Besuch. Und das konnte nur Schubidu sein, das pfiffige kleine Gespenst aus dem Schloss. Sollte er tatsächlich kurz entschlossen überlegt haben und der Einladung von Simon gefolgt sein? Wir wissen es nicht. Denn nachdem Vater Krüger ein Machtwort gesprochen hatte, da rührte sich nichts mehr. Weder hinterm Schrank noch bei den Kindern. Nur Simon, der dachte als letzten Gedanken des Tages: Hoffentlich ist Schubidu gekommen. Hoffentlich. Der folgende Tag lief ab wie gewöhnlich, ohne dass sich Schubidu hören oder blicken ließ. Die Kinder waren sowieso am Vormittag in der Schule, wo Simon eine ziemlich große Enttäuschung erlebte. Für einen Aufsatz hatte er die Note 5 bekommen. Er, Simon, der sonst immer die besten Aufsätze der Klasse schrieb, hatte diesmal eine mangelhafte Arbeit geschrieben. Das jedenfalls hatte Fräulein Kempe, die Deutschlehrerin, unter den Aufsatz geschrieben. Dazu noch die Bemerkung, völlig falsch beobachtet. Verständlich, dass Simon nicht die allerbeste Laune nach Hause brachte. Hallo, Simon. Hallo. Hey, warum siehst du denn so sauer aus? Hast du Sauerkraut gegessen? Nee, Mami. Ich bin nur sauer auf die olle Kempe. Ach, jetzt habe ich wieder mal zu viele Hausaufgaben ausgegeben. Na, du wirst es schon schaffen. Komm, Jenny ist auch schon da. Dann könnt ihr gemeinsam Mittag essen. Es gibt Kartoffelpuffer mit Apfelmus, dein Lieblingsessen. Ich habe gar keinen Hunger, Mami. Hallo, Jenny. Hallo, Simon. Was ist denn? Ist dir eine lausige Laus über die Leber gelaufen? Nee, die Kempe hat mir eine 5 im Aufsatz gegeben. Was, du hast einen Aufsatz verhauen? Simon, wo gibt's denn sowas? Zeig mal her. Hier. Thema war Beobachtungen am Vogelhaus. Da habe ich genau beschrieben, was ich gesehen habe. Nämlich, dass die Amseln, die Drosseln und die Meisen sich ganz gemütlich satt fressen. Ja, das stimmt doch auch. Ja, und ich habe auch geschrieben, dass die Spatzen viel schüchterner sind. Dass sie erst vorsichtig beobachten, bevor sie anfliegen. Und dann picken sie rasch 1-2 Körner und verschwinden erst mal wieder. Wie in unserem Vogelhaus im Winter. Was hat die Kempe dagegen anzuwenden? Die meint, ich hätte das völlig falsch beobachtet. Es hieße nicht umsonst, frecher Spatz und so. Die meint, die Meisen wären viel vorsichtiger als die Spatzen. Komm, Simon, nur beruhige dich erst mal und iss. Ich glaube auch, dass du recht hast. Denn das Verhalten der Vögel hat sich im Laufe der Jahre bestimmt gewandelt. Die Singvögel sind viel zutraulicher geworden. Durch die regelmäßige Fütterung im Winter wurden sie ja fast zu Haustieren. Aber Kopf hoch, Simon. Die nächste Klassenarbeit kommt bestimmt und dann schreibst du wieder eine 1. Und die Kempe soll mal gefälligst ein Vogelhaus beobachten, bevor sie wieder meint, sie wüsste alles besser. Sei bloß froh, dass ihr die Breitenstein in Deutsch habt, Jenny. Die ist 2 Klassen besser. Ja, die liebe, liebe Schule. Und über Aufsätze kann man sich ja immer streiten. Ein Lehrer beurteilt das so, der andere anders. So ist es auch schon mal passiert, dass ein und derselbe Aufsatz bei einem Test von vielen Lehrern beurteilt werden musste. Und was soll ich euch sagen? Die Benotung reichte von sehr gut bis mangelhaft. Na bitte. Dass Simon sauer war, das habt ihr ja gerade gehört. Sogar die Kartoffelpuffer hat er stehen lassen, obwohl er die doch sonst für sein Leben gern isst. Nun, am Abend dieses Tages konnte Simon noch lange nicht einschlafen, und um Mitternacht war er dann schon wieder wach und hatte schrecklichen Hunger.
Also raus aus dem Bett und heimlich runter in die Küche. Im Kühlschrank müssten doch noch ein paar Kartoffelpuffer sein. Da sind sie. Hey, Schubidu, was machst du denn hier im Kühlschrank? Psst, Simon, leise, leise. Du wächst ja deine Eltern auf. Ach, die schlafen bestimmt und hören nichts. Mensch, Schubidu, du bist also tatsächlich gekommen. Natürlich bin ich gekommen. Oder glaubst du denn etwa, ich bin nur der Geist von mir selber? Bin ich der? Ja, ich habe mich doch sehr kurzfristig entschlossen, wenigstens vorerst mal aus dem Schloss auszuziehen. Das soll jetzt nämlich auch noch renoviert werden, das alte Schloss soll das. Stell dir mal vor, da poltern dann den ganzen lieben langen Tag die Handwerker rum wie die Poltergeister. Das hält ja das stärkste Gespenst nicht aus, auf Dauer hält das nicht. Sag mal, Schubidu, warst du gestern Abend schon im Haus und hast mein ganzes Popcorn gemopst? Ja, freilich war ich da. Aber ich wollte nicht gleich losspucken, damit deine kleine Schwester nicht um Hilfe schreit. Nee, Jenny ist okay. Die würde sich auch freuen, wenn sie dich hier sieht. Außerdem war sie es, die dich zuerst hier im Haus vermutet hat. Hier in eurem Kühlschrank ist es ja kälter als am Nordpol. Sag mal, was machst du denn überhaupt da drin, Schubidu? Da gibt es doch gar kein Popcorn. Nee, aber diese kleinen, runden, goldbraunen Scheibchen hier, die schmecken mir auch. Du meinst die Kartoffelpuffer? Aha, so heißen die also, Kartoffelpuffer. Ja, die mag ich. Und als ich eben den Kühlschrank aufmachte und mir so einen Kartoffelpfeffer Kartoffelpuffer? Puffer ist doch das Gleiche, was ich meine. Also, als ich den herausnahm, da brannte das Licht im Kühlschrank. Und weil ich sehen wollte, ob das Licht ausgeht, wenn ich die Tür zumache, habe ich mich eben in den Kühlschrank gesetzt. Das ist aber gefährlich. Und kalt ist es. Das ist so kalt wie Vanilleeis zur Weihnachtszeit. Gibst du mir noch so eine Kartoffelschnitte, Simon? Hier, bitte. Aber iss nicht so viel davon, sonst bekommst du Bauchschmerzen und kannst nicht mehr schweben mit vollem Magen. Danke. Sag mal, Simon, warum hattest du denn heute so schlechte Laune, als du aus der Schule kamst? Woher weißt du das denn? Ich saß gerade so gemütlich. Die schmecken ja wunderbar, diese Kartoffelpfeifer. Ich saß also gerade so gemütlich hinterm Garderobenspiegel, als du aus der Schule kamst. Ja, und wir Gespenster können von der Rückseite durch Spiegel gucken. Weißt du das nicht? Nee. Ist das wahr? Na klar doch. Das ist vielleicht witzig. Manchmal, wenn die Leute in den Spiegel gucken und sich unbeobachtet fühlen, dann kann ich mich ausschütten vor Lachen. Ich habe nur in den Spiegel geschaut, um zu sehen, ob man noch sehen konnte, dass ich geheult habe. Aber, mein lieber Simon, du hast geheult? Ei, wieso denn dieses? Meine Deutschlehrerin, die Kempe, hat mir noch glatt eine 5 verpasst im Aufsatz, obwohl ich die gar nicht verdient habe. Oh. Selbst mein Vater hat heute Abend den Aufsatz für gut befunden und gesagt, die Kempe hätte wohl eine Meise. Wenn sie einen Pony hat, dann muss sie auch darunter eine Meise haben. Ist doch klar wie Klarsichtfolie vor der Pupille. Aber sag mal, Simon, soll ich die olle Kempe vielleicht mal tüchtig erschrecken? So ein klitzekleines bisschen erschrecken, so Schubidu. Mann, Schubidu, würdest du das wirklich tun? Selbstflüsternd würde ich das, mein lieber Freund, selbstflüsternd. Aber ich glaube, die Kempe hat keine Angst vor Gespenstern. Sie hat mal gesagt, es gäbe überhaupt keine Gespenster. Und für allen Spuk gibt es immer eine logische Erklärung. Bin ich eine logische Erklärung, Simon? Oder bin ich ein Gespenst? Oder was? Schubidu! Na klar bist du ein Gespenst, Schubidu. Ja, und deshalb werde ich auch deine Lehrerin mal das Fürchten lehren. Wo wohnt sie denn, die alte Schreckschraube? In der Waldstraße Nummer 14. Aber meinst du wirklich, Schubidu, dass du die Kempe erschrecken kannst? Ich wette mit dir um einen Doppelzentner poppiges Popcorn, dass deine Deutschlehrerin bald an Gespenster glaubt. Na hör mal, einen Doppelzentner. Das wäre ja mein Taschengeld für mindestens 3 Jahre, wenn das überhaupt reicht. Na gut, dann um eine Tüte zu 1 Mark. Einverstanden? Okay, einverstanden. Nun dann leg dich mal wieder auf die Ohrmuschel, mein Freund. Ich werde derweil ein bisschen draußen im Dunkeln der Nacht geistern und alle schwarzen Katzen erschrecken. Aber morgen Nacht, da erschrecke ich deine Lehrerin. Schubidu!
Ja, hier Kempe. Hallo? Hallo, Schubidu! Wer ist da bitte? Hier ist das Nachtgespenst, das dich weckt, wenn du pennst. Also hören Sie mal, es ist Mitternacht. Um diese Zeit habe ich keine Zeit für Ihre albernen Scherze. Wer sind Sie überhaupt? Sagte ich es eben nicht schon frei heraus? Hier ist Schubidu, das Gespenst aus dem Schloss, also sozusagen das Schlossgespenst. Oder ganz genauestens gesagt, das ehemalige Schlossgespenst. Ich habe eher das Gefühl, Sie haben zu viel getrunken, mein Herr. Unterlassen Sie den Blödsinn. Wie denn? Was denn? Einfach aufgelegt? Na, die soll mich doch gleich mal persönlich kennenlernen. Schubidu! Ha! Und nun stehe ich hier auf dem Dach und bin im wahrsten Sinne des Wortes der Kempe aufs Dach gestiegen. Schubidu! Und was sehe ich da oben? Richtig, meinen Freund, den bleichen Mond. Der hockt dort hinter den treibenden Wolkenfetzen und leuchtet voll. Gut so. Und jetzt runter in den Schornstein. Schubidu! Ach, was ist denn da nun wieder? Es ist ja eine merkwürdige Nacht heute Nacht. Wer klopft denn da? Hallo? Ist da einer? Ich bin's. Schubidu, das Gespenst. Da wollen mir die Lausbuben aus der 6. Klasse sicher einen Streich spielen. Aber um diese Zeit? Nein, jetzt müssten die doch längst schlafen. Ei, gucke da. Ei, wo denn? Wer ist denn da? Schubidu bin ich. Das geistige Gespenst oder der gespenstige Geist. Wer weiß, wer weiß. Schubidu! Da werde ich doch mal Licht anmachen. Oh, tatsächlich ein leibhaftiges Gespenst. Sag ich doch. Oder bin ich etwa der schwarze Mann? Nein, du bist wahrhaftig ein Gespenst. Ein rabenschwarzes Nachtgespenst. Schwarz? Wieso denn schwarz? Und dazu noch rabenschwarz. Bei allen 7 Weißmachern der Waschmittelreklame, ich bin ein weißes, ein schneeflöckchenweißes Gespenst, bin ich doch ja wohl. So? Na dann schau doch mal in den Spiegel da drüben. Ich eile, ich schwebe. Das will ich doch gleich mal selber sehen. Jetzt habe ich mich doch vor mir selbst erschreckt. Ich sehe schwarz. Das kommt davon, wenn man durch den Schornstein hereinkommt, anstatt durch die Haustür, mein liebes Gespenst. Erstens bin ich nicht dein liebes Gespenst, Fräulein Lehrerin. Und zweitens solltest du deinen Schornstein mal ein bisschen besser putzen. Wozu gibt es denn die ganzen Reinigungsmittel? Schubidu! Du bist aber drollig. Ja, und was verschafft mir die Ehre deines Besuches? Erschrecken sollst du dich. Erschrecken! Schubidu! Ehrlich gesagt, ich habe mich bereits vorhin ganz fürchterlich erschreckt, als ich dein Poltern hörte. Warst du das vielleicht vorhin auch am Telefon? Aber freilich war ich das. Und glaubst du nun an Gespenster? Ja, wenn ich dich so anschaue, dann muss ich ja wohl an Gespenster glauben. Sag mal, du bist ja überhaupt nicht so grässlich, wie ich, wie ich mir vorgestellt habe. Wieso hast du dir denn vorgestellt, dass ich grässlich wäre? Weil du kein Vogelhäuschen in deinem Garten hast. Genau darum. Ja, aber warum denn das? Essen Gespenster etwa Vogelfutter? Nee, das poppt doch überhaupt nicht. Gespenster essen nur Popcorn. Und Kirschen und Kartoffelpfeffer oder wie die Dinger auch immer heißen mögen. Ach, du meinst Puffer, Kartoffelpuffer. Puffer, sag ich doch. Nein, ins Vogelhaus, da kommen Amseln, Drosseln, Meisen und der Dummpfiff, Pfaff. Und die frechen Spatzen. Ja, aber die sind immer besonders flink und vorsichtig und halten sich gar nicht so lange auf wie die dicken, gemütlichen Singvögel. Und wenn ein Mensch kommt, dann husch, sausen sie davon wie ein geölter Blitz und schimpfen wie die Rohrspatzen. So? Woher weißt du denn das? Weil ich das beobachtet habe, Fräulein Lehrerin. Und zwar am Vogelhaus im Schlosspark. Und wissenschaftlich ist es ebenfalls erwiesen, dass Spatzen die klügsten Vögel der Welt sind. Jawohl. So. Na ja, dann habe ich wohl gerade einen großen Fehler gemacht. Macht nichts. Warum soll eine Lehrerin keine Fehler machen? Durch Fehler wird man klug und reich, sprach der Hersteller von Radiergummis.
Du bist aber ein pfiffiges Gespenst. Ich bin das pfiffigste Gespenst von der ganzen Welt, Fräulein Lehrerin. Im Aufsatzschreiben bekäme ich nur Einsatz. Trotzdem muss ich nun weiter schlafen. Es ist gleich 1 Uhr und da ist deine Geisterstunde dann ja wohl auch vorbei. Schubidu, ich bin nicht nur ein Nachtgespenst. Ich bin ein Tag- und Nachtgespenst und geistere über die Geisterstunde hinaus. Sag mal, hast du Popcorn? Nein, leider nicht. Oh, da muss ich ohnehin davon schweben. Ab in den Schlossteich. Ich sollte mich wohl erst einmal richtig reinweichen und sauber waschen von diesem Ruß hier aus deinem pechrabenschwarzen Schornstein. Schubidu! Na, dann auf Wiedersehen, du geistreiches Gespenst. Und eine schlaflose Nacht wünsche ich dir. Na bitte, irren ist menschlich. Sogar Lehrer können manchmal irren. Aber mal abgesehen von den Spatzen im Vogelhaus, so weiß Fräulein Kempe jetzt, dass es Gespenster gibt. Schließlich hat sie ja selbst eins gesehen, nämlich unseren pfiffigen Schubidu. Am nächsten Morgen in der Schule, da glaubte Simon seinen Ohren nicht zu trauen. Da kommt doch die Kempe in die Klasse und rief... Bitte mal ruhig, meine Herrschaft. Guten Morgen. Guten Morgen. So, dann wollen wir mal. Heute werden wir wieder ein Aufsatzthema behandeln. Ja, nun mal halblang, Freunde. Also, das Thema heute ist eine fantastische Geschichte und lautet, wenn ich ein Gespenst wäre. Wirklich? Du, Simon, seit wann glaubt die Kempe an Gespenster? Keine Ahnung. Vielleicht ist dir heute Nacht eins begegnet. Man kann ja nie wissen, ne? Weißt du was über Gespenster? Na klar. Die gehen durch Wände, rasseln mit Ketten und schweben durch die Luft. Ja, richtig. Da schreibe ich mal, wie ich als Gespenst vor 1000 Jahren in einem Schloss gelebt habe und nur Quatsch gemacht habe. Ja, nun aber mal still in der letzten Reihe. Gespenster sind doch immer lautlos, oder? Also, jeder schreibt still für sich, okay? Wie war es denn heute in der Penne? Du, Jenny, wir haben einen Aufsatz geschrieben mit dem Thema, wenn ich ein Gespenst wäre. Stell dir vor, Jenny, ausgerechnet die Kempe lässt uns Gespenstergeschichten schreiben. Nicht möglich. Und, ist dir was eingefallen? Klar. Ich habe geschrieben, dass sie als Gespenst dafür sorgen würde, dass alle Kinder auf der ganzen Welt ein Gespenst als Freund bekämen. Und wie willst du das machen? Als Gespenst habe ich ja guten Kontakt zur Gespensterwelt, nicht? Und da gründe ich eben den Kindergespensterverein. So? Und was macht dieser Verein? Nun, jedes Gespenst arbeitet dort als guter Geist für ein Kind. So wie ein Schutzengel? Genau. Wenn beispielsweise ein Kind gefährlich auf der Straße spielt und da kommt ein Auto angefahren, dann kommt doch unsichtbar ein Gespenst und schiebt das Kind zur Seite. Aha. Oder wenn wir mal Sachen haben, wo man nicht immer mit den Eltern sprechen kann, dann ist unser Gespenst zur Stelle. Genau wie bei dir und Schubidu. Woher weißt du das? Ich meine, das mit mir und Schubidu. Na, ich bin doch nicht doof. Als du nachts am Kühlschrank warst, da habe ich gehört, wie du mit Schubidu gesprochen hast. Außerdem war er hinterm Kleiderschrank neulich. Stimmt, Jenny. Aber versprichst du mir davon nichts, Mami und Papi zu sagen? Großes Ehrenwort. Aber du musst mir auch was versprechen, Simon. Was denn? Wenn Schubidu heute Nacht wiederkommt, dann musst du ihn mir vorstellen. Abgemacht. Aber du darfst dich nicht erschrecken. Ach, du spinnst wohl. Na, ich erinnere dich bloß mal an das letzte Jahr auf dem Jahrmarkt. Wer hat sich denn da nicht in die Geisterbahn getraut? Geisterbahn? Das sind doch bloß so blöde Klappergerippe und ausgestopfte Tiere. Und ich hatte bloß Angst, dass mir was auf den Kopf fällt. Und warum erschlug der Teufel seine Großmutter? Weil sie keine Ausrede hatte. Nun, wie wir bereits erfahren haben, ist Schubidu kein ausgesprochenes Nachtgespenst. Nein, Schubidu geistert zu jeder Zeit. Und so schliefen Jenny und Simon die Nacht durch, ohne dass unser Gespenst sie aus den süßen Träumen holte. Und was machte Schubidu in dieser Nacht? Ob ihr es glaubt oder nicht, auch er schlief. Da hatte er sich oben in der Dachkammer des Hauses ein gemütliches Plätzchen gesucht und, ja richtig, Schubidu schnarchte, dass sich die Dachbalken bogen. Am nächsten Morgen, es war ein Sonntag, da hatte sich die Familie Krüger um den Frühstückstisch herum versammelt
und der Vater meinte gerade: Heute Nacht muss wohl ein kräftiger Wind geweht haben. Hat auf dem Dachboden geheult, als ob die Gespenster schnarchen. Was ist denn los, Simon? Ist dein Tee zu heiß? Ja, nein, der ist nicht süß genug. Hier ist der Zucker, Simon. Wie? Ach, ja, danke. Vielleicht ist das Dachfenster auf. Ich werde mal raufgehen und nachschauen. Ach, lass nur, Papi. Ich muss sowieso auf den Boden. Da muss nur ein Tischtennisschläger liegen. Na schön. Aber verriegle das Fenster gut, Simon. Damit uns beim nächsten Wind nicht die Dachziegel davon geweht werden. Mach ich. Kommst du mit, Jenny? Klar. Mhm. Aber erst wird zu Ende gefrühstückt, Kinder. Möchtest du noch eine Scheibe Toast, Jenny? Ja, mit Orangenmarmelade. Kinder, wollt ihr heute Nachmittag mitkommen? Zu Tante Amalie? Sie hat uns zum Kaffee eingeladen. Oh. Da gibt's bestimmt wieder selbstgebackenen Haselnusskuchen, wo man seinen Nussknacker mitbringen muss, weil er so hart ist. Simon, so schlimm war es aber das letzte Mal nicht. Na, wie sieht's aus? Wollt ihr mitkommen? Was meinst du, Jenny? Meinetwegen, wenn wir nicht wieder so lange bleiben müssen. Na schön, dann werden wir am frühen Nachmittag losfahren. Komm, Jenny, wir gehen jetzt rauf auf den Boden. Okay. Warte, ich hol die Treppe herunter. So, nun können wir rauf. Psst, Simon. Meinst du, dass Schubidu da oben ist? Na klar. Als Papi erzählte, dass der Wind wie Gespensterschnarchen klingt, da ist mir vor Schreck fast die Tasse aus der Hand gefallen. Das war bestimmt Schubidu. So, warte mal. Ich gehe zuerst hoch. Ich sehe keinen Schubidu. Hast du ihn schon entdeckt? Nee, aber hier. Ich habe eine Tüte Popcorn mitgebracht. Hey, mein Popcorn! Schubidu! Habt ihr mich gesucht? Ich bin schon da. Denn wo es Popcorn gibt, da gibt es auch Schubidu. Leckeres Popcorn mit Karamellgeschmack. Ah, das poppt besonders, komm ich nicht. Schubidu, ich möchte dir meine Schwester Jenny vorstellen. Wenn du das möchtest, dann tu es doch. Wie? Ja, also Schubidu, das ist Jenny. Grüß dich, Jenny. Hast du mir auch Popcorn mitgebracht? Leider nicht, Schubidu. Oh. Aber wenn du möchtest, dann bekommst du am Montag eine ganze Tüte voll. Oh, ja. Weißt du, am Montag, da gibt es erst wieder Taschengeld. Wie? Was? Taschengeld? Ich bekomme niemals Taschengeld. Du hast ja auch gar keine Taschen. Dafür bin ich aber reich. Sozusagen geistreich. Denn ich habe vor 248 Jahren eine Schatztruhe geschenkt bekommen von meinem Vetter Jockel. Der war Seeräuber. Ist nicht möglich. Mhm. Zeig mal hier, wo hast du sie denn? Da versteckt natürlich, vergraben im Schlosspark. Und niemand außer mir weiß, wo sie eingebuddelt ist. Jawohl, jawohl, Schubidu. Ja? Und was ist in der Schatztruhe? Etwa alte Goldmünzen? Ja, aber woher weißt du denn dieses? Na, ist doch klar, in allen alten Schatztruhen sind alte Goldmünzen und Silbermünzen. Ja, wirklich? Also, dann ist meine Schatztruhe wohl keine besondere Schatztruhe. Doch, klar ist sie das. Aber sag mal, Schubidu, was machst du denn mit dem ganzen Gold? Gar nichts mache ich damit. Nichts, gar nichts. Nichts mache ich damit. Was soll ich denn damit machen? Etwa aufessen? Kann man Gold aufessen? Nee, da esse ich lieber poppiges Popcorn. Davon bekomme ich wenigstens keinen Bauchweh. Wirklich lecker. Dieses Karamell-Popcorn. Wirklich lecker. Dachte ich mir doch. Das Dachfenster ist geschlossen. Dann war heute Nacht tatsächlich kein Sturm. Und du hast nur so laut geschnarcht, Schubidu. Was? Ich soll geschnarcht haben in der Nacht? Heute Nacht? Niemals habe ich geschnarcht. Ich habe doch geschlafen. Natürlich. Man kann ja auch nur schnarchen, wenn man schläft, du Dovi. Ah, hier ist ja auch mein Tischtennisschläger. Und dort eine ganze Dose mit Pingpongbällen. Die werde ich gleich mitnehmen. Und wenn Papi fragt, was wir so lange oben gemacht haben, dann werde ich einfach sagen, dass wir nach dem Schläger gesucht haben. Ja, pfiffig, der Simon. Wollen wir denn gleich Pingpong spielen, ja? Geht leider nicht, Schubidu. Wir müssen nämlich mit unseren Eltern zu Tante Amalie fahren. Ja, dann komme ich eben mit zu dieser Tante Amaline oder wie die heißt. Tante Amalie? Ja, von mir aus. Aber wie sollen wir dich denn mitnehmen, ohne dass dich jemand entdeckt? Oh, ich mache mich eben ganz klein. Dann sieht mich keiner. Wie klein kannst du dich denn machen, Schubidu? Oh, wir Gespenster können nicht nur durch die Ritzen der Wände gehen. Nee, wir können uns auch in Flaschen verstecken. Oder kennt ihr etwa nicht die Geschichte vom Geist in der Flasche? Natürlich kennen wir die. Aber was für eine Flasche sollen wir denn mitnehmen? Ich sagte doch nur Flasche, um das Format zu beschreiben, du Flasche. Hier, die Dose mit den Ping-Pong-Bällen würde genügen. Was? In diese kleine Dose passt du hinein, Schubidu? Selbst murmeln passe ich da hinein. Allerdings was?
Allerdings müsstest du die Ping-Pong-Bälle vorher herausnehmen. Okay, so. Die Dose ist leer. So, dann aufgepasst. Nein, die Tüte nehme ich natürlich mit. Also, los geht's. Schubidu! Nein, er ist tatsächlich in der Dose verschwunden. Jawohl, jawohl. Ich stecke in der Dose. Und mach den Deckel drauf, sonst zieht's. Ja, aber bekommst du denn überhaupt noch Luft? Gespenster brauchen keine Luft. Wir leben sozusagen quasi im luftleeren Raum. Schubidu! So, nun ist die Dose zu. Komm, Jenny, jetzt gehen wir runter und schmuggeln Schubidu ins Auto. Hau fein. Und wenn wir bei Tante Amalie sind, dann lassen wir Schubidu ein ganz kleines bisschen aus der Dose heraus. Klar, vielleicht mag Schubidu ja den harten Nusskuchen von Tante Amalie. So, Kinder, haben wir nichts vergessen? Nee, alles da. Durchzählen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und zählst du dich wieder doppelt, Simon, was? Ja. Ich glaube, ich habe zugenommen. So, die Blumen für Tante Amalie haben wir auch. Aber sag mal, Simon, warum nimmst du denn den Ping-Pong-Schläger und die Dose mit den Bällen mit? Tante Amalie hat doch gar keine Tischtennisplatte. Ach, weißt du, Papi, wenn es zu langweilig wird, dann spiele ich mit Jenny draußen gegen die Hauswand. Aha. Und wer die meisten Bälle zurückschlägt, der hat gewonnen. Naja, meinetwegen. Also, alle angeschnallt? Aha. Erst gurten, dann starten. Auf geht's. Da fahren sie los. Die Familie Krüger und das Gespenst Schubidu in der Ping-Pong-Balldose. Von Ahrensburg nach Schmalenbeek, wo Tante Amalie wohnt, sind es nur ein paar Kilometer. Während der Fahrt hatte Simon die Dose mit Schubidu unter seiner Jeansjacke versteckt. Man konnte ja nie wissen, ob das vorlaute Gespenst sich nicht am Ende noch verraten würde. Aber Schubidu blieb ruhig. Und wenig später standen die Krügers dann vor der Haustür von Tante Amalie. Tante Amalie ist wohl gar nicht zu Hause. Doch, doch. Sie hört bloß ein bisschen schwer. Oh, da kommt sie ja schon. Ach, meine Lieben, herzlich willkommen. Das ist aber nett, dass mich heute wieder einmal die ganze Familie besucht. Guten Tag, Tag. Tante Amalie. Hallo, Tag. Tante Amalie. Dann kommt mal bitte weiter. Ich habe den Kaffeetisch schon gedeckt. Und heute Morgen habe ich einen schönen Nusskuchen gebacken für euch. Das duftet auch schon so gut. Hier, Tante Amalie, ein Original-Riechbesen aus unserem Garten. Frisch gepflückt. Oh, das sind aber wunderschöne Blumen. Dankeschön. Ich habe die Dose aufgemacht, Jenny, und im Regenschirmständer in der Garderobe versteckt. Prima, aber hoffentlich stellt Schubidu nichts Böses an. Ach, macht er doch nie. Schubidu ist ein braves Gespenst, das weißt du doch. Hier ist schon der Kaffee. Hey, wie kommt denn das Loch in den Nusskuchen? Simon, hast du etwa... Nee, Papi, ich war doch noch bis eben beim Händewaschen. Ist doch komisch. Habe ich etwa Mäuse im Haus? Vielleicht war es ein Gespenst. Ikitiki, Jenny. Wer wird denn an Gespenster glauben? Doch, nanu? Ich hätte schwören können, dass ich keine Sahne in die Kaffeekanne gegeben habe. Aber der Kaffee ist bereits hellbraun. Das ist doch sehr komisch. Macht nichts, Tante. Wir trinken ja alle unseren Kaffee mit Sahne. Na, dann reicht bei eurer Tassen herüber. So, bitteschön und guten Appetit. Mein Kaffee ist aber süß. Dabei habe ich nur ein Stück Zucker genommen. Tja, meiner auch. Ich habe überhaupt keinen Zucker hineingetan. Tatsächlich? Mein Kaffee schmeckt auch wie Zuckerwasser. Komisch, komisch. Ich glaube, bei mir spukt's wirklich. Na, wartet einen Augenblick. Ich koche schnell neuen Kaffee. Sag mal, Kinder, habt ihr etwa Tante Amalie diesen Streich gespielt? Nee, Papi, wirklich nicht. Nein, ehrlich nicht. Also ich glaube, Tante Amalie ist ein bisschen zerstreut. Bestimmt hat sie in der Küche Sahne und Zucker in den Kaffee getan. Was kicherst du denn, Jenny? Hast du etwa doch? Nein, Mami. Aber Tante Amalie hat so komisch geguckt, als sie ihren süßen Kaffee probiert hat. Nanu, was ist denn da passiert?
Ich werde mal nachschauen und sehen, ob ich ihr helfen kann. Warte, ich komme mit. Jenny, ich glaube, Schubidu übertreibt. So hätte er aber Tante Amalie nicht erschrecken dürfen. Was hat er denn bloß gemacht? Schubidu! Nichts habe ich gemacht. Jedenfalls eben nicht. Denn ich saß hier still und friedlich auf der Lampenglocke. Ach, da oben hast du gesteckt, Schubidu. Ja. Aber sag mal, hast du am Kuchen genascht und Sahne und Zucker in den Kaffee getan? Hm? Ja, jawohl, ich war so freundlich. Denn in den Kaffee gehören Sahne und Zucker. Das weiß doch jedes Kind. Achtung, sie kommen. Verschwinde, Schubidu. Bin schon davon. Schubidu! Was war denn los in der Küche? Ach, da war eine große Spinne auf dem Boden. Da hat Tante Amalie sich erschreckt und die Kaffeekanne fallen lassen. Ach so, das war also gar kein Gespenst. Ihr mit euren Gespenstern, Kinder. Wenn ihr nicht überall Gespenster seht, dann fühlt ihr euch nicht wohl, was? Ich sag's euch nochmal, Gespenster gibt es nur in Märchen. Alles andere ist bloß Aberglaube. Oder eine Erfindung von Leuten, die den Fremdenverkehr ankurbeln wollen. So wie zum Beispiel im Ahrensburger Schloss. Das wussten Simon und Jenny natürlich besser. Aber sie hüteten sich, den Eltern von Schubidu zu erzählen. Denn man konnte ja nie wissen, ob sie dann ihr Gespenst im Hause behalten durften. Tja, und als Familie Krüger ihren Besuch bei Tante Amalie beendet hatte und heimfuhr, da war auch Schubidu wieder in die Ping-Pong-Balldose gehuscht. Und daheim angekommen, brachte Simon heimlich die Dose zurück auf den Dachboden. Nun, was bleibt noch zu sagen? Ach, richtig. Am darauffolgenden Tag in der Schule, als die Kempe die Aufsätze zurückgab, da sagte sie lobend: Und den besten Aufsatz hat der Simon geschrieben. Bravo, Simon. Du hast nicht nur Fantasie, sondern du hast auch gezeigt, dass du sehr vernünftig denken kannst. Da war die Geschichte mit dem Vogelhaus natürlich vergessen. Und, hey, wen haben wir denn hier? Schubidu! Ich bin's, Schubidu, das pfiffige Gespenst. So, dann verabschiede dich mal gleich von den Zuhörern. Wieso? Ist die Geschichte hier schon zu Ende? Willst du denn nicht noch von meinen anderen poppigen Abenteuern erzählen? Zum Beispiel, wie ich wieder zurück ins Schloss ziehe und wie ich meinen Schatz ausgabe und von meiner Schlossparty zu Ehren von Obake-san, dem Gespenst aus Japan, oder wie ich den Einbrecher Alfons Schibulla samt seinem Assistenten Bubo Malzahn verjagt habe, oder noch schöner, wie ich... Genug, Schubidu, genug. Für dieses Mal reicht's. Von deinen weiteren Abenteuern wollen wir auf einer anderen Platte berichten. Einverstanden? Ich bin nicht nur damit einverstanden, ich bin sogar zweiverstanden. Und damit ihr nun alle klatschen könnt, habe ich das Klatschlied für euch herausgesucht. Also, dann klatscht mal schön. Regen an, die Scheibe klatscht, im Haus da klatscht die Base, auf Heinis Ohr die Feige klatscht und Klatschmohn in der Vase. Klatsch, klatsch, kladderadatsch, im tiefen Matsch, da blüht der Klatsch. Klatsch, klatsch, kladderadatsch, der ganze Klatsch ist einfach Quatsch. Es klatscht Applaus, das Publikum, der Paul sich auf die Schenkel und manches Böse klatscht sich rum, der Klatsch hat viele Henkel. Klatsch, klatsch, kladderadatsch, im tiefen Matsch, da blüht der Klatsch. Klatsch, klatsch, kladderadatsch, der ganze Klatsch ist einfach Quatsch. Die Kinder klatschen in die Hand und klatschnass ist Elfriede. Das Wasser aus den Schuhen klatscht und Hans klatscht nach der Fliege. Klatsch, klatsch, kladderadatsch, im tiefen Matsch, da blüht der Klatsch. Klatsch, klatsch, kladderadatsch, der ganze Klatsch ist einfach Quatsch. Die Tante klatscht beim Kaffeeklatsch, ans Ufer klatscht die Welle. Ja, überall und jeden Tag, da ist der Klatsch zur Stelle. Klatsch, klatsch, kladderadatsch, im tiefen Matsch, da blüht der Klatsch. Klatsch, klatsch, kladderadatsch, der ganze Klatsch ist einfach Quatsch.